Herzlich willkommen bei der Smart Lem SEO Show Nummer 5 mittlerweile. Mein Name ist Thilo Götze, ich bin SEO Consultant bei der Smart Lem GmbH und werde Sie heute an das Thema Bilder-SEO näher heranführen. Warum machen wir das? Insbesondere deswegen, weil viele von Ihnen in den letzten Jahren an uns herangetreten waren mit Fragen zum richtigen Dateiformat, zum Dateityp, zu den EXIF-Daten. Was ist eigentlich dieser Alt-Tag? Ist die Dateibenennung sehr wichtig? Wir gehen all diesen Faktoren der Bildoptimierung heute nach, lernen Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden und machen das Ganze auch an einem Beispielprozess fest. Dieses Bild, was Sie hier vor sich sehen auf dem Bildschirm von unserer neuen Visitenkarte, soll uns als Exempel dienen. Von der Kamera bis zur Implementation in einen fertigen WordPress-Beitrag auf smartlem.de werden wir die Schrittfolge beim Optimieren anhand dieses Bilds begleiten und schauen, was wir damit machen. Ein Wort dazu noch: Das Bild haben wir selber gemacht, das ist unsere eigene Fotografie, gibt es auch nur einmal auf der Welt, unterscheidet es von den ganzen Shutter-Stock-Eye-Stock-Fotos. In dem Zusammenhang lassen Sie mich sagen, dass der Zweck der Bildersuche ja nicht nur der ist, in der eigens dafür gefilterten Image Search gefunden zu werden. Also die Bildoptimierung dient nicht nur dazu, sondern auch die Bildbilderung anderer Beiträge kann diese unglaublich pushen. Man sagt schon, eine gute Fotografie, eine optimierte Grafik kann einen bilderlosen oder eben nur mit Stockfotos um sich werfenden Konkurrenten schon auf die Plätze verweisen. Das vielleicht noch vorab dazu. Schauen wir uns vielleicht mal auch erstmal nochmal in der Image Search SERP hier um. Das Format ist ganz wichtig. Vom geometrischen her eignen sich querformatige Bilder im goldenen Schnitt 4 zu 3 immer besser als die Hochkantkollegen. Das hat den Grund, dass sich Querformatbilder besser an das Layout des Bildschirms an sich einer Webseite, die mehr breit als hoch ist, anschmiegt. Und auch vom psychologischen her ist es wichtig, dass ein sehr kleines Bild, wie zum Beispiel das hier, oder auch ein Hochkantbild, hier sieht man es noch, weil der Brand sehr bekannt ist, worauf ich aber hinaus will, bei sehr kleinen Bildern oder sehr schmalen Bildern, Hochkantbildern, sieht man die Quelle der Datei nicht. Ich sehe nicht, wo ich jetzt hingeführt werden würde und deswegen, was ich nicht kenne, betrete ich nicht, nehmen die meisten User von Abstand. Viele wissen nicht, dass ich zumindest in der deutschen Bilder-Google-Suche mit Klick auf die Datei gar nicht auf die Seite selber komme, sondern in einen Frame von Google. Ja, ich bin noch nicht auf der Seite. Aber wie gesagt, da das viele nicht wissen, und auch aus den anderen Gründen lieber ein querformatiges, ausreichend breites Bild nehmen. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, darum geht's. Hier gehen wir mal an die Detailsuche, auf die Eigenschaften des Bildes und deklinieren da noch ein paar Sachen durch. Es ist sicherlich so, dass die Dateibetitelung, der Dateiname, der wichtigste Faktor überhaupt ist. Unser Keyword muss da rein. Die vorgefertigte, von der Kamera kommende Version, DSC-4-stellige Zahl, dient uns hier wenig. Google wird zwar immer besser darin, Inhalte von Bildern zu erkennen, aber man sollte sich diesen Vorteil nicht aus der Hand schlagen lassen. Visitenkartengelb sollte da drin stehen. Man kann das sicherlich noch ausbauen, aber der Einfachheit halber lass ich es mal dabei bewenden. Der Brand sollte rein. Wenn jemand das Bild in der einzelnen Ansicht sieht, dann sieht er auch den Dateinamen. Und damit er sich gewahr bleibt, woher er das Bild hat, schreibe ich hier in dem Fall smartlem.de, da wird es erscheinen, mit hinzu. Als Trennzeichen nehme ich oft das Copyright-Zeichen, C oder auch. Hier in der Zwischenablage habe ich es gehabt. Bewahrt sie natürlich nicht davor, dass das Bild wirklich geklaut wird oder nicht geklaut wird, aber optisch ist es schon, sage ich mal, als Trenner ganz gut.
Was natürlich nicht gut ist, ist die Dateigröße. 3,5 Megabyte, das geht auf Ihre Page Speed. Wenn Sie alle Bilder auf Ihrer Webseite so groß haben, dann haben Sie eventuell Probleme mit der Ladezeit und das ist dann auch nicht gut für die Besucherzufriedenheit. User Experience ist ein von Google auch postulierter Ranking-Faktor. Dem sollten Sie entgegenwirken. Diese Größe kommt durch die enorm große Kantenlänge zustande, was nicht schlimm ist, also hohe Qualität. Wir rechnen das einfach runter von 5000 mal 3000 Pixel. Sollten Sie es auf eine kleinere Größe bringen, ich habe das mal in einer identischen Datei gemacht. Da sehen Sie dann, dass sich die Kantenlänge auf 1024 Pixel Breite beschränkt. Breiter ist unser Website-Diff auch nicht. Mehr braucht es gar nicht. Und das hat bewirkt, dass wir weit unter 100 Kilobyte gegangen sind. Genau. Dateityp, JPG, PNG, GIF, das ist vollkommen egal. Kein Dateityp erweist sich als vorteilhafter gegenüber einem anderen in der SEO-Geschichte, sodass es dahingehend auch egal ist. Das, was Sie auf dem Computer an On-Picture-Faktoren machen können, On-Picture-Faktoren, ähnlich wie On-Page-Faktoren analog, ist hiermit auch beendet. Ich gehe mit Ihnen jetzt in unser WordPress-Backend und füge dieses Bild als Headerbild in den Artikelentwurf mit ein. Dazu gehe ich in das Backend auf die Beitragsbildfunktion, lade das Bild von meinem Ordner hoch und jetzt habe ich allerlei Optionen, die mir WordPress gibt. Zunächst mal ist es wichtig, dass der Ablageort der Datei, die URL quasi des Bildes, sprechend ist. Das ist bei WordPress standardmäßig so. Und dass Sie den Ablageordner, in dem Fall ist es WordPress Content Uploads und dann geriert sich das nach der Jahreszahl und dem Ordner, in welchem das Bild zu finden ist, dass dieser von der Robots.txt nicht ausgeschlossen wird. Zeige ich Ihnen mal kurz. Manchmal ist es so, dass bestimmte Pfade disallowed werden. Das ist natürlich nicht gut, wenn der Crawler gar nicht ans Bild herankommt. Ist hier nicht der Fall. Kontrollieren Sie es beim ersten Mal oder immer mal wieder, ob sich da nicht irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Genau. Dann ist es standardmäßig so bei WordPress, dass der Dateiname hier in das Feld des Titels einkopiert wird. Da nehme ich das mal raus. Beim Titel kommen Anweisungen oder Hinweise an den User, wenn er über das Bild fährt, zum Beispiel klicken, um zu vergrößern. Und der Alternativtext bekommt das beschreibende Element, was auf dem Bild drauf ist. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Der Unterschied zwischen diesen beiden, Titel und Alternativtext, ist, wenn das Bild geladen wird, sehe ich den Titel. Wenn das Bild nicht geladen wird, sehe ich den Alternativtext. Aus irgendeinem Grunde kann der User im Browser die Bilder deaktiviert haben, sodass es nicht lädt, aber durch den Alt-Tag, durch den Alternativtext, sieht er zumindest noch, was auf dem Bild gewesen wäre. Als zweites ist dieser Alternativtext auch für sehbeeinträchtigte Menschen wichtig, die sich den Quelltext der Seite vorlesen lassen oder den Text der Seite vorlesen lassen. Und ein Bild, was quasi ja, nur als Dateiname existieren würde, kriegt mit dem Alternativtext noch einen schönen Inhalt, den auch der Sehbeeinträchtigte versteht. Alternativtext und Bildunterschrift sollten nicht identisch sein. In der Bildunterschrift kann ich nochmal paraphrasieren. Gelbe Visitenkarte von Smart Lemon. Und dann bin ich auch schon fertig. Beitragsbild festlegen. Damit haben wir die direkten On-Picture-Faktoren da. Es gibt auch noch
ein paar HTML-Schnittstellen in meinem Beitrag, die damit auch zusammenhängen. Wenn ich zum Beispiel mir fest vorgenommen habe, ich möchte für Visitenkarten gelb mit dem Bilder-Ranking treffen, dann sollte ich in der H1, in der Hauptüberschrift, tunlichst das auch, das Keyword auch drin haben, in der einen oder anderen H2 Zwischenüberschrift, so wie hier unten, besondere Visitenkarten, nicht nur in Gelb auch. Und der allseits bekannte, Ihnen vielleicht sogar geläufige Meta-Title-Tag der Seite sollte das Keyword auch drin haben. Neue Visitenkarten in Zitronengelb Gelb für Smart Lem ist hier hinterlegt. Das ist vielleicht das Wichtigste, was es dazu erstmal zu sagen gibt. Mehr gibt es in dem Artikel, der dem Video hier mit ansteht. Und wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu mailen, uns zu schreiben, anzurufen. Wir sind für Sie da. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. In ein paar Wochen werden wir sehen, ob wir mit Visitenkarten in Gelb was gerissen haben. Bis dahin bleiben Sie uns treu. Auf Wiederhören.